Nach dem gestrigen geradezu historischen Debakel der Aktienmärkte dürfte es heute durchaus impulsiv nach oben gehen wieder. Und dafür gibt es im Wesentlichen drei Gründe, meine Damen und Herren. Und damit allerherzlichste Willkommen zu dem, was heute zu erwarten ist. Bevor ich zu den Gründen komme, schauen wir uns erstmal das Historische an, das, was gestern passiert ist. Wir sehen Dinge, die es sonst eigentlich nicht gibt. Wir haben jetzt den größten Prozentverlust gestern gesehen seit dem Crash 1987. Wir haben gesehen, dass die New York Advanced Decline Linie, also der Anteil der Aktien in Relation zu den Aktien, der Anteil der Aktien, die steigen in Relation zu den Aktien, die fallen, so stark ungünstig, so viele fallende Aktien wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Wir haben auf der anderen Seite gesehen, dass der S&P Future, der gestern mit Limit Down eröffnet hat, das erste Mal in seiner Geschichte nach einer Eröffnung mit Limit Down, also dem kurzfristig maximalen Verlust von 5%, wurde er dann nochmal ausgesetzt bei minus 7%, dass der Future nicht über seinem Eröffnungskurs dann auch geschlossen hat. Und wir haben vor allem Bewegungen gesehen am Anleihemarkt, wie wir sie eigentlich nie sehen, nämlich noch nie gesehen haben, zumindest seit 1998 nicht mehr bei den Renditen etwa der 30-jährigen US-Staatsanleihe. Alle US-Staatsanleihen unter 1% rentierend. Da hat es ein Massaker gegeben, dann vor allem bei den Bankaktien, dazu gleich mal mehr. Das ist also die Situation, in die wir hier reingekommen sind, in die wir praktisch jetzt reintauchen heute. Vielleicht hier nochmal zu den Banken. Wir sind jetzt bei den Banken, beim S&P Bankenindex unter den Tiefs, die wir im Dezember 2018 gemacht haben. Wir sind beim Dow Jones Transports, die Transportwerte, ebenfalls unter dem Tief, das wir im Dezember 2018 gemacht haben. Der Russell 2000, dieser Nebenwerteindex, ist noch etwa 4% entfernt. S&P und Nasdaq haben da noch sehr, sehr viel Luft, halten sich also besser. Wir sehen also einzelne Kategorien wie Transportwerte, die ja eigentlich ein Frühindikator sind, haben die Tiefs unterschritten, ebenso wie die Banken, die natürlich leiden unter dieser invertierten Zinskurve, unter den fallenden Renditen. Und jetzt ist es so, dass aber Sid Donald natürlich versucht reinzustiefeln. Das ist der erste Grund, warum die Märkte sich heute erholen dürften. Donald Trump hat heute oder gestern Nacht genauer gesagt Steuersenkungen versprochen. Darüber werde er mit dem Kongress reden, sprich mit den Demokraten. Dann wird Donald Trump sagen, wir müssen was machen. Sagen die Demokraten, ja, müssen wir. Sagte Donald Trump, hey, dann lass uns doch die Steuern für Privatleute senken, sagen die Demokraten, machen wir, aber dann nimmst du bitte deine Unternehmenssteuerreform zurück, die ungerecht ist. Also das wird eine ganz harte Geschichte. Jedenfalls will man Verdienstausfälle von Leuten, die ja praktisch Tagelöhner sind, die jetzt darunter leiden, dass sie kein Geld verdienen, das will man ersetzen. Secretary Mnuchin, also Finanzminister, hat mal ein paar Dinge gesagt. Er steht in täglicher Kommunikation mit Fed-Chef Powell. Man werde alle Tools nutzen, um die Wirtschaft zu stützen. Ebenfalls werde man alles tun, um kleineren Firmen Liquidität zukommen zu lassen. Also jetzt der erste Versuch der Trump-Administration, wirklich durch Stimulusmaßnahmen hier etwas zu machen. Economic steps will be major, werden groß sein, hat gestern Donald Trump gesagt. Also das ist der erste Grund, der hier zu dieser Rallye führt. Der zweite Grund ist, dass sich die Lage in Sachen Coronavirus ein bisschen entspannt. Nicht in Italien, da ist die Situation dramatisch. Da haben wir praktisch Ausgangssperre jetzt im ganzen Land, muss man sich vorstellen. Neuntgrößte Volkswirtschaft der Welt, praktisch jetzt eingefroren, wie es China gewesen ist. Aber wir sehen, dass in Südkorea nur 131 neue Fälle gemeldet werden. Das ist so wenig wie schon lange, lange nicht mehr. Wir sehen, dass in China wenig neue Fälle gemeldet werden. Xi Jinping ist nach Wuhan gereist. Reisebeschränkungen in der Provinz Hubei, die ja so stark betroffen ist, werden teilweise etwas gelockert. Also die Chinesen entspannen sich. In Südkorea gehen die Zahlen nicht mehr nach oben, sondern fallen der Neuinfizierten. Und das macht so ein bisschen die Sache leichter. Das hilft den asiatischen Märkten plus diese Steuer. Versprechungen, diese fiskalischen Versprechungen von Sid Donald. Aber jetzt kommt noch etwas, was vielleicht sogar wichtiger ist, wenn man so will, nämlich ein Blick in die Geschichte. Wenn wir an einem Montag gleich solche herben Verluste hatten, dann ging es von mindestens 5%, minus 5%, dann ging es am nächsten Tag mindestens 2,3% nach oben. Das war der geringste Wert im Jahr 1955. Aber teilweise geht es um 5% nach oben, um 3,86%. Wir hatten zuletzt im Jahr 2011, am 8. August 2011, einen solchen Tag.
da sind wir dann 4,74% gestiegen. Durchschnittlich geht es 4,2% nach einem solchen Debakel nach oben und dementsprechend ist das, was jetzt passiert, eigentlich das Gesetz der Serie. Man sucht sich jetzt Gründe, das ist Trump, das ist die Hoffnung, dass die Kontrolle nicht verloren ist seitens der Regierungen und der Notenbanken und jetzt kommt eben dieser Rebound, der dazu auch passt, was wir hier sehen, nämlich den Vergleich zwischen dem Nasdaq heutzutage und dem Nasdaq aus dem Jahr 2000. Auch da haben wir dann nochmal einen signifikanten Bounce nach oben gemacht. Na klar, es wird Rückschläge geben, auch heute möglicherweise bei dieser Rallye, aber es ist erstmal der Grundton, ein positiver. Schauen wir uns noch ein paar Dinge an, die relevant und interessant sind. Die Dinge kommen jetzt aber gleichwohl immer näher. Hier schüttelt Donald Trump mit Doug Collins die Hände, einem republikanischen Abgeordneten, der Kontakt hatte kürzlich mit einem inzwischen nachgewiesenen Corona-Infizierten. Das sind alles Dinge, die also jetzt nahe rücken. Wir sehen, dass der französische Kulturminister zum Beispiel positiv getestet ist. Das sind also Dinge, die jetzt plötzlich nah an uns ranrücken. Conte hatte gestern der italienische Ministerpräsident praktisch das ganze Land zur Sperrzone erklärt. Also das sind Dinge, die natürlich außergewöhnlich sind. Und wir haben jetzt jedenfalls beim S&P 500 die erste Zielzone erreicht und dürften jetzt, weil wir maßlos überverkauft sind, natürlich auch wieder ein bisschen zurückschnappen. Zum Beispiel hier 50er Retracement dieser ganzen Abwärtsbewegung, aktuell bei 2860 Punkten. Und Trump bemüht sich auch jetzt die Wall Street an Bord zu holen. Für Mittwoch ist 15 Uhr Eastern Time, ist ein Treffen mit Wall Street Banken angesagt. Da werden viele ihre CEOs hinschicken, viele Wall Street Banken. Da wird man dann gucken, wie man die ganze Geschichte retten kann sozusagen. Das sind jetzt auch die Treiber der Hoffnungsrallye morgen, ja die Fette, dann wird es ohnehin ernst. Schauen wir uns die Dinge an, wie sie jetzt aktuell sich hier präsentieren. Was wir hier sehen, das ist der Dow Jones. Gestern nochmal in Richtung 23.500 gefallen. Jetzt 24.700, über 1.000 Punkte. Also geht es wieder nach oben. S&P als Leitindex, schauen wir uns den mal an. 2.840 Punkte aktuell. Hier diese rote Kerze nach unten, die 2.807 ist gestern kurz angetestet worden. Dann die Pressekonferenz von Donald Trump, was wird The DAX daraus machen? Die erste im Ansatz grüne Kerze, die wir hier sehen, 10.900 Punkte. Wir sehen Euro-Dollar jetzt zurückkommend, ein bisschen Auspreisen der Panik. 1,1340 Euro-Dollar, das betrifft auch Gold dann ein Stück weit, 1.364 und das amerikanische Crude Oil nach dem gestrigen Debakel, 33,55. Also, das dürfte heute erstmal eine Rallye werden. Haben wir das Tief schon gesehen? Ich glaube nein. Wir werden wahrscheinlich jetzt einen Rebound erleben, aber wir werden das Tief noch nicht gesehen haben. Gleichwohl, es bleibt volatil, es bleibt heftig. Wir werden nach oben laufen wahrscheinlich, um dann nochmal nach unten zu laufen. Und irgendwann ist dann ein Boden gefunden, wie ich gestern sagte, wenn Mom und Dad dann blutend, mit blutenden Händen sozusagen ihre Portfolios glattstellen, dann besteht die Chance, dass der Boden gefunden ist. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Start in diesen sicherlich auch aufregenden Tag. Bis dann, Servus, ciao.